Hallöchen zusammen. Über 2 Millionen Leute spielen momentan Lego Fortnite. Krass. Am 7. Dezember ist das erschienen, kostenlos, auch für die Switch und für die anderen Systeme auch noch. Und ich werde mir das Ganze heute mal anschauen. Wenn du übrigens mehr davon sehen möchtest, dann smash doch einen Daumen nach oben auf das Video oder abonniere kostenlos meinen YouTube-Kanal. Glocke nicht vergessen einzustellen, dann verpasst du die nächsten Folgen auch nicht. Erster Eindruck, mal schauen, was wir hier alles machen können. Na, ich weiß nicht, wer von euch es auch schon angeguckt hat. Wir reden jetzt hier von Lego Fortnite, das ist was komplett anderes. Da hat man die Möglichkeit zu bauen, mit anderen Leuten zusammenzuspielen, Welt zu erkunden, Möbel zu erstellen, so ein bisschen so wie Animal Crossing. Und ja, ich habe da meinen Charakter, ich habe da mal früher mal auch mal ein bisschen Fortnite gespielt, habe da noch andere hier zur Auswahl, wo man hier auch noch sieht. Und spiele übrigens auf der Nintendo Switch, ne? Aber eben, Charaktere sind heute ja nicht im Fokus, sondern hier das Spiel. Und da können wir hier noch Steuerkreuz nach oben drücken, Welt erstellen und jetzt wird hier das Ganze abgeschlossen. Eine neue Welt erstellen wir hier und es gibt hier unterschiedliche Slots, kann man mehrere Welten erstellen, die werden alle per Zufall auch generiert. Das sieht bei jedem übrigens auch anders aus. Wieso man hier im Hintergrund keinen Sound hört, weiß ich jetzt nicht. Wir haben hier einen Spielmodus Überleben oder Sandbox. Hier kann man wirklich alles bauen, ohne irgendwie die Ressourcen zu farmen. Und ja, und hier überleben, ne? Hier geht es ein bisschen um das Überleben. Da hat man Feinde, da hat man alles. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal Überleben. Ich muss schon sagen, ich habe Sandbox kurz angeguckt. Da ist einfach schon alles freigeschaltet. Und ich möchte ja die Sachen hier eigentlich auch am besten selber farmen. Also lassen wir das mal so sein. Und ich lasse mich mal überraschen, wie das jetzt hier da aussieht. Da kann man noch irgendwie so ein Bild nehmen, was einem da gefällt. Wahrscheinlich, wenn jemand da die Welt da betritt. So unterschiedliche Vorschau-Wallpapers oder was auch immer das sein mag. Das finde ich eigentlich auch noch schön. Aber ich glaube, ich nehme das, ja. Und Start. Okay. Und man kann das nachher nicht mehr ändern, diese Regeln hier, also diese Welteneinstellung, ne? Aber ihr könnt sie ja auch mal testen. Ich weiß nicht, wer von euch es auch schon angeguckt hat. Ihr könnt es mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert oder eher weniger. Und jetzt wird hier das Ganze auch erstellt. Da muss man halt kurz schnell warten. Und dann geht es dann auch los. Die Ladezeit auf der Nintendo Switch ist übrigens ziemlich lange gewesen. Aber nichtsdestotrotz, so beginnt das Ganze. So, und hier ist meine Begrüßung, wo ich jetzt auch gerade bin. Okay. Ich bin irgendwie da am besten in den Schweizer Alpen gelandet. Wie schon gesagt, die Map sieht überall anders aus bei jedem Spieler. Wenn es einem nicht gefällt, dann resettet man halt nochmals, aber vielleicht sieht es ja da irgendwo oder noch irgendwie ein bisschen anders aus. So, mal gucken, was sie da mir sagen wird. Mit Farben Bomber reden, okay. Kein bekanntes. Hä? Ah, mit Y redet man hier. Ah, oh, wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Ja. Warte, die Antwort auf die letzte Frage weiß ich. Ich bin Farbenbombe. Wie schön, dich zu treffen. Ja, moin. Und du bist Remo. YouTube? Warum klingt das so vertraut? Tja, das klingt einfach vertraut. So, ich bin noch nie an einem so neuen Ort wie diesem gewesen, aber ich bin froh, dass wir gemeinsam hier sind. Erinnert mich ein bisschen leicht an Animal Crossing, wisst ihr, so mit Tom Nook, mit dem ganzen Start auch. Es könnte hier gefährlich sein. Wir sollten uns vorbereiten, nur für den Fall. Vorbereiten? Scheinbar gibt es hier in der Gegend viel Holz und Granit. Ich frage mich, was wir damit wohl herstellen könnten. Granit und Holz. Muss ich jetzt das sammeln, oder was? Bäume, die sich in Bausteine verwandeln, was ist das für ein Ort? Wir sollten uns sonst noch vorbereiten. Scheinbar gibt es hier in der Gegend viel Holz und Granit. Ich frage mich, was wir damit wohl herstellen könnten. Okay, muss ich jetzt Granit und Holz suchen? Granit einsammeln. Okay, haben wir das mal eingesammelt. Haben wir auch noch. Ja. So, das ist Holz. Okay, also so beginnt hier der Start. Lagerfeuer, Baurezept. Aha, wir haben ja schon. Ah, da fehlt mir aber noch am besten Holz für ein Lagerfeuer.
Die Kleine läuft ja die ganze Zeit mit mir mit. Die reden. Hallo? Ist ein bisschen ungewohnt hier mit A, dass ich hier nicht mit A reden kann, aber ist egal. Es ist mir wie immer ein Vergnügen. Ich glaube, deine Ressourcen werden noch nützlich sein. Die Sonne wird bald untergehen. Was? Schon jetzt? Ein Lagerfeuer würde uns Wärme und Geborgenheit spenden. Warum brauchen wir ein Lagerfeuer? Ich habe das Gefühl, dass wir nicht allein sind und dass es kalt und gefährlich wird, wenn die Nacht hereinbricht. Hungrig? Okay. Also ich bin erst ins Spiel gekommen, der hat jetzt schon Hunger. Was ist los? Was ist da vorne? Ah, was ist das? Hungrig vielleicht? Hier, Himbeere essen. Ja, sind wir noch hungrig? Tatsächlich Himbeere für dich. Komm, iss was. Njam. Der ist immer noch hungrig. Komm, iss was. Iss was. Kann der immer noch hungrig sein? Vielleicht muss ich was kochen dann nachher oder so. Ja. Okay. Dann machen wir hungrig. Granit einsammeln. Wir brauchen noch Holz. Wo haben wir hier noch Holz? Ah, mit B springt man her, okay. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Sollen wir, glaube ich, hier noch zu finden? Holz. Ja. Ich esse mal hier was. Oder muss ich das irgendwo aktivieren, das Essen hier im Rucksack? Da unten ist was. Himbeere gewöhnlich. Ins Inventar, okay. Ja, kann man das irgendwie noch essen? Irgendwie finde ich das schon heraus. Hoffe, ich sterbe jetzt nicht oder so. Weil eigentlich ist das ja schon im Inventar, aber ich sehe es jetzt nicht. X fallen lassen, aufteilen, okay. Gut, es steht hungrig. Ich bin so in der Mitte oder so. Ich weiß es nicht. Mal schauen, was jetzt da noch zu sagen hat. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass wir hier nicht allein sind? Wir sollten uns sonst noch vorbereiten. Okay. Was prasselndes Lagerfeuer verströmt Licht und Wärme. Wir sollten uns für alle Fälle eins bauen. Wie geht das? Öffne den Baumenü und finde was bauen. Irgendjemand greift mich da die ganze Zeit an. Du kannst bauen, was du dir vorstellen kannst, solange du deine dafür hast. Was? Dafür, was? Vorstellen so. Ey, ich sterbe jetzt denn gleich. Du bist am Verhungern. Ich bin am Verhungern. Aber ich habe doch Essen doch genommen. Wie kann ich das hier aktivieren, das Essen? LOL. Und hoch mit dir. Zum Rucksack zurück, um verlorene Gegenstände zu retten. Respawn. Hey, ich bin schon verhungert am Anfang. Hey, jetzt komme ich da wieder. Aber sind jetzt meine Gegenstände alle jetzt komplett weg? Was ist jetzt das Menü hier gewesen hier? LOL, jetzt ist alles weg. Jetzt ist einfach alles weg. Hier ist noch was. Ein Rucksack. Ja, das sind ja meine Sachen ja wieder. Himbeere. Jetzt habe ich eigentlich wertvolles Leben oben. Okay. Schneller Tod am Anfang. Du siehst aus, als wärst du auf einem großen Abenteuer. Bäume, die sich in Bausteine verlangen. Was ist das für ein Ort? Sollten wir uns sonst noch vorbereiten? Ja, ich muss das Lagerfeuer machen. Hier nochmal. Also, das Baumenü öffnen und dort kann ich es herstellen. Also, machen wir das Baumenü hier auf mit A. Hier ist es und das stelle ich da. Lol, ich kann aber nicht laufen und mich bewegen. Der bleibt einfach stehen. Das wäre jetzt aber noch geil gewesen. Okay, komm, stellen wir das hier auf. Ah, jetzt kann ich es. Ich muss das zuerst noch aktivieren, okay? Sieht aber noch schön aus hier. So, also Lagerfeuer mit Z bauen, okay? Einfache Hütte, Baurezept. Jetzt haben wir zwei Baurezepte bekommen. Ah, ist das schön hier. Gemütlich. So. Hey, du bist's hier. Ich bin's. Mögt ihr eigentlich Lego-Spiele? Weil es gibt ja auch auf der Switch oder auf anderen Konsolen, PC oder so auch noch, gibt es ja auch Lego-Games. Das hier ist wieder mal was komplett anderes. Erinnert mich ein bisschen leicht an Lego Worlds. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Oh, es wird schon Nacht. Dein Lager. Und es regnet.
Okay, krass. Dein Lagerfeuer wird uns wärmen, wenn es zu kalt wird. Okay, gut zu wissen. Es ist die Temperatur oben links, also. So wie Breath of the Wild her. Und wenn wir uns bei unserem Abenteuer verlaufen, können wir nach dem Rauchsignal Ausschau halten, um wieder zurückzufinden. Okay, das ist gut zu wissen. Dein Magen knurrt so laut. Ich konnte dich schon aus großer Entfernung kommen hören. Okay. Ist was, irgendwas? Was hältst du von Beeren und Kürbissen? Du kannst sie sammeln und verputzen. Ah, mit Z, okay. Okay, hier muss ich mich noch ein bisschen daran gewöhnen. Ich bin hier neu im Business. Ja, also das heißt, ich kann hier den Rucksack öffnen und hier Z drücken. Ja, hier passiert nichts, wenn ich Z drücke, oder muss ich das ins Inventar nehmen? So. Und dann Z oder was? Hier passiert nichts. Was mache ich hier noch falsch? Sicherlich voll lustig zuzugucken, ne? Ich am Film bin. Also mit Z kämpfe ich ja da eigentlich. Aber eigentlich müsste ich das Zeug da unten ins Inventar vielleicht nehmen oder so. Ich weiß es nicht. In die Schnellleiste Y. Da unten ist es doch richtig. Mal schauen. Jetzt ist es unten. Jetzt habe ich es in der Hand. Aha, jetzt haben wir es. Okay, gut. Auch mit L und R kann ich da unten das Menü da hin und her bewegen. Okay. Ja, ist gut zu wissen. Das muss man auch zuerst mal rausfinden, ne? Also gut, wir sind jetzt hier da in der Nacht, ne? Wir zwei alleine, ne? Was machen wir jetzt noch? Dieser Snack sah lecker aus, aber für Abenteuer braucht man auch viel Energie. Ja. Ich würde ja kochen, wenn ich kochen könnte. Oha. Ich hätte den Kochkurs von Beef Boss belegen sollen, als ich noch die Chance dazu hatte. Ich mache mir Sorgen wegen des Regens. Vielleicht brauchen wir einen Unterstand, okay? Du kannst eine kleine Hütte bauen, indem du das Baumenü in der Kategorie Gebäude verwendest. Okay. Ich brauche mehr Holz. So wie Animal Crossing erinnert das mich irgendwie ein bisschen so der Start. Nur dort hat man mit dem Zelt begonnen. Wenn du mehr Holz benötigst, gibt es hier kleine Bäume, die wir schlagen können mit Z. Okay. Um Ressourcen zu sammeln. Okay. Auf dem Boden findet man viel. Was, ist mega dunkel schon, hä? Auf dem Boden findet man viel Holz. Du kannst Büsche auseinander mit Zetter und Holzfasern und so. Okay. Das heißt, ich muss hier ein bisschen Sachen einsammeln. Sieht ja hier fast gar nichts, hä? Ist sich dann aufwärmen. Könnten wir eigentlich noch mehr von diesen Feuerstellen hier aufbauen? Das ist sicherlich mega spannend, auch vielleicht für euch zu gucken, wie der Start eigentlich ist. Boah, es ist kalt. Ja. Sagen wir bauen. Also wir haben was Neues da dazu bekommen. Hier so eine Werkbank, aber wir brauchen noch zweimal Holz, ne? Und da hinten haben wir auch noch was. So eine einfache Hütte. Wie geil ist das denn? Ich brauche mehr Holz. Oh mein Gott. Wir haben unsere erste Hütte hier. Das ist eine kleine Bruchbude, aber ist egal. Besser als gar nichts. Mir ist kalt. Ja. Muss ich jetzt die ganze Zeit hier warten, bis hier das Wetter normal wird? Hallo, ich will Holz sammeln. Ja, passiert mir was eigentlich? Da kann ich hier irgendwie so eine Fackel oder so irgendwie da mitnehmen oder so. Wo ist hier dieses Inventar? Ich habe hier sowas hier. Fallen lassen? Nein. Ich kann das nicht. In die Schnellleiste kann ich das nicht nehmen. Ist es so, mit einer Fackel rumzulaufen? Das wäre doch was. Ja, muss ich die. Was passiert jetzt, wenn mir kalt ist? Friere ich jetzt? Das ist natürlich auch krass, dass hier gleich Nacht ist. Sagen wir die Map. Okay, da sehe ich wenigstens, wo ich da ein bisschen durchgehen muss und wo meine. Was ist passiert? Ich habe ein Herzchen verloren. Ja, aber ich kann da mein Leben nicht auftanken, ne? Sag mal. Grüße von der Insel. Ja, die hat eine Fackel, die hat eine Fackel. Ich will auch so eine Fackel. Puh, aber das ist diese schwer in Bewegung zu bleiben. Ja, ich bin froh, dass ich eine Fackel bei mir habe, um mir warm zu halten, um etwas zu sehen. Ja. Mit wem ich, was mit dem auch sei, kann ich dir bei etwas helfen. Wir sollten. Ich will eine Fackel. Ja, einen Unterstand kann ich noch nicht machen. Du kannst keine Hütte bauen, indem du das Baum. Ja, ich brauche. Ja. Büsche aus einem armen Z, dann muss ich einfach die Büsche kaputt machen. Aber du könntest mir doch. Ey, die könnte mir doch wenigstens ihre. Oh, doch, ich könnte mit dir. Komm doch mit mir mit. Komm doch mit mir mit. Ich brauche eine Fackel.
Ist das normal, dass das Spiel gleich am Anfang so beginnt? Ah, mit X kann man ausweichen. Schaut euch mal das an, wie cool. Und mit A baue ich hier. Sturm gefällt mir jetzt gerade nicht so, weil mit A würde ich gerne rollen oder sonst noch. Ist egal. Da ist es auch wieder kalt. Oder muss ich mit dem Dings, da kann ich das hier eigentlich auch verschieben. Nein, kann ich nicht, oder? Dieses Teil da verschieben. Anscheinend gibt es auch Skelette draußen. Hier kann ich wieder Granit einsammeln. Ich glaube, der Regen hat aufgehört. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet. Ist mega realistisch. Ja, jetzt kann ich da rumlaufen. Also das heißt, wenn es regnet, dann muss man hier wirklich bei dieser Stelle weiterhin ein bisschen chillen und warten. Aber ich habe einfach keine Fackel. Ich laufe hier einfach so ein bisschen so in der Dunkelheit herum. Ja, und irgendwie brauche ich Holz. Hier, Holz. Himbeere. Alles einsammeln am besten. Ähnlich wie bei Animal Crossing, da sammelte man ja doch auch alles so ein bisschen so ein. Boah, richtig krasse. Okay, dreimal Holz. Eine Axt wäre nicht schlecht. So, aber ist egal. Wir sammeln einfach alles mal ein, was wir hier sehen. Das ist wirklich das Beste. Bei Animal Crossing hat man ja auch, glaube ich, am Anfang so viel... Oh, wieso ist mir da so kalt? Das ist so ein Gebirge da hinten, Wintergebirge. Ja. Sieht so aus. Kühe haben wir auch noch hier. Sind zwar kleine Küken hier. Hallo, kleines Küken. Hallo. Moin. Hallo. Jö, ein bisschen streichen. Jö. Okay. Okay, es wird wieder morgen. Das gefällt mir schon ein bisschen besser. Weiß nicht, wo man irgendwie auch noch irgendwo sieht, wenn es wieder Tag wird oder so. Aber das sieht, glaube ich, nicht so aus, ne? Okay. Mega dezenter Soundtrack irgendwie im Hintergrund. So. Ja, wahrscheinlich sind die Himbeeren da, dass ich da irgendwie da nicht verhungere. Aber wir haben ja am Anfang gelernt, wie man nicht verhungert. Boah, Mais haben wir hier auch noch. Krass, alles einsammeln hier am besten. Okay. Also seht ihr, das Spiel hat ja gar nichts mit Fortnite im Grunde genommen zu tun. Es heißt einfach Lego Fortnite. Aber es ist komplett was anderes. So. Also ich glaube, das ist wirklich das Beste, was man hier mal machen sollte. Einfach am besten Ressourcen einsammeln. Und dann geht es da schon besser. Ich komme mal vor, wie als wäre ich hier auf einer Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom Map irgendwie. Ist aber noch geil. So, jetzt können wir eigentlich das bauen, was ich da habe. Rucksack leuchtet hier auch irgendwie auf. Da habe ich irgendwie ein neues Material da. Ranken erhalten. Jetzt müsste ich eigentlich hier meine... mein schönes Häuschen hier irgendwie da bauen können. Kann man das irgendwie auch drehen oder so? Drehen mit L und R. Oh geil, schaut euch das mal an, wie cool das ist. Im Vergleich zu Animal Crossing, da muss man es wenigstens nicht verschieben. Ich glaube, ich stelle mir das am besten hier so... meine hier ein bisschen hin oder nicht? Oder hier ein bisschen da hinten. So. Ja, dann muss das da mal noch klar kommen mit der Steuerung. Starte mit dem Bauen. So, jetzt habe ich Regenschutz. Hoch 3. Starte mit dem Bauen. Mal schauen, Y. Okay, da gibt es eine Hüttenwand und es gibt einen Boden und es gibt eine Hüttensäule. Ist das ein Boden oder was ist das hier? Oder kann man hier verbreitern oder so? Hütte breiter Boden, ja. Einfache Hütte. Also das heißt, man beginnt hier ganz langsam mit der Hütte dann. Und was sagt sie? Es ist wie immer ein Vergnügen. Was kann ich für dich tun? Was sollen wir uns also noch vorbereiten? Ist cool, wenn man nicht weiß, was man als nächstes machen soll, dann fragt man sie. Ich mache mir Sorgen wegen des Regens. Vielleicht brauchen wir einen Unterstand. Ja, das habe ich jetzt gerade gebaut. Du kannst eine kleine Hütte bauen, indem du das Baumen... Ja, das habe ich jetzt auch gerade gemacht. Gebäude verwendest. Was ist passiert? Was ist passiert? Einfach so der Regen. Einfach aus dem Nichts. Was läuft mit der? Hallöchen, Freund. Was ist dir los? Ja, sie sagt immer dasselbe mit dem Unterstand. Oh, das ist ein Gewitter, das jetzt hier auf uns zukommt. Ja, oh mein Gott. Ich hoffe, mein Gebäude wird jetzt nicht leiden, ey.
Ja. Hey, ich hab Angst. Ja, das ist krass, im Regen. Das ist ja schon wieder Regen, ist aber noch heftig. Hey, wisst ihr, was wir machen? Wir haben jetzt hier ja eigentlich so ein bisschen so ein Start jetzt hier erlebt. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein bisschen jetzt zu laut. Diese Special Effects sind richtig laut gerade hier. Wir haben jetzt hier ein bisschen was gesehen am Anfang. Und ich würde mal sagen, wir machen das nächste Mal. Machen wir hier noch ein bisschen weiter, wie das weitergeht mit der Überlebung hier. Ich weiß nicht, wie es euch so ein bisschen so gefällt, aber ich denke, wir machen hier dieses Let's Show noch ein bisschen weiter, weil mich nimmt es auch noch Wunder, was wir hier noch machen können. Großen Dank noch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.